Die Situation ist beklemmend düster. Stark gedimmtes Licht und auf dem Tisch aufgezeichnete Felder, die als Ordnungsreihen für Aktionsspielkarten herhalten, während uns funkelnde Augen aus der Dunkelheit beobachten. Herzlich willkommen bei Inscription, einem Titel, der Kartenspiel, Escape Room und Roguelike miteinander verbindet. Eine wahrlich faszinierende und originelle Mixtur. Los geht es aber erstmal mit den Karten, die wir vor uns auslegen, um unser Gegenüber anzugreifen und verschiedene Werte haben. Eichhörnchen etwa sind für den Angriff wertlos. Man platziert sie nur, um sie gleich im nächsten Schritt für ein stärkeres Tier, das zum Ausspielen Blut benötigt, zu opfern. Der Rest obliegt vorausschauender Strategie. Wo platziert man welches Tier als, in Anführungszeichen, Soldaten, damit es die animalische Armee des Gegners entweder effektiv bekämpft oder gar umgeht, sodass der gemeine Entführer selbst zu Schaden kommt. Gespielt wird rundenweise. Karten ziehen, Tiere platzieren, angreifen, dann ist der Gegner dran. Und irgendwie sieht es für uns gar nicht gut aus. Unser Kartendeck ist zu schwach. Nach dem Tutorial dauert eine Spielrunde gefühlt 60 Sekunden, dann hat der Entführer sein Profideck ausgespielt. Er ruft fliegende Gegner herbei, die meinen Avatar direkt verletzen, weil sie über jede Verteidigungslinie hinwegfliegen. Das Ganze fängt erstmal recht simpel an, nach und nach kommen aber immer mehr Elemente und Schichten hinzu. Etwa Totems mit permanentem Buff oder das Upgrade-System, das die Kräfte zweier Karten verschmilzt, letzten Endes aber keine Trumpfkarte erzeugt, die das Schicksal wendet. Zwei Kerzen manifestieren je einen erlaubten Fehlversuch vor dem Ableben. Zwischen den Runden zieht ihr eure Figur wie auf einem Spielbrett. So erreicht ihr eine Upgrade-Stätte, ziehe eine Karte Felder und weitere Markierungen, die kurze interaktive Zwischensequenzen auf den Tisch bringen. Interessant, ja geradezu magisch und mystisch. Nach zwei oder drei Toten dämmert es einem dann, das Kartenspiel, das man mangels Verständnisses und fehlender Truppenstärke nicht gewinnt, kann nicht alles sein. Andernfalls wäre die Endlosschleife endgültig. Man fängt an, sich zu fragen, welchem Zweck der Rest des Raumes dient. Großzügig gestattet der Entführer, man möge sich umsehen, aber ja nichts anfassen oder entwenden. Man kann den kleinen Raum mit seiner überwiegend hölzernen Einrichtung nicht verlassen, aber in den Spielpausen ein paar Schritte herumwandern. Etwa um an dem Wandsafe herumzuschnüffeln, den man ohne die passende Zahlenkombination allerdings nicht geöffnet bekommt. Aber Moment mal, sind das etwa versteckte Hinweise in der Spielanleitung? Und wenn man an der Uhr herumspielt oder die Kombination des Safes knackt, kommen versteckte Spielkarten zum Vorschein? Huch, sogar mächtige Karten, die auch mal mit Schmackes austeilen? Nicht unbedingt Joker, die einen Sieg garantieren, aber Karten mit Potenzial, das Kräfteverhältnis zu verschieben. Neue Karten und Verbesserungen findet man beispielsweise erst nach einer kleinen Kopfnuss. Logikpuzzles, Schieberätsel, sowas halt. Aber alles in diesem einen Raum versteckt. Natürlich findet der gesichtslose Entführer wenig Gefallen am Upgrade-Wahn des Spielers und rüstet selbst auf, wodurch das Kartenspiel stetig komplexer und undurchsichtiger wird. Auch das erzählerische Gefüge zwischen Entführer und Gefangenem gewinnt an Komplexität. Wer die Augen offen hält, entdeckt irgendwann Lücken in der Strategie des, in Anführungszeichen, Gastgebers. Er ist nicht so stark, wie er sich selbst darstellt. Ganz im Gegensatz zur Stimmung von Inscription, die mit jeder erzählerischen Vertiefung an Stärke gewinnt. Atmosphärisch brennt dieses Roguelike ein Feuerwerk ab, das zwar nicht ganz bis zum Schluss durchhält, aber immerhin bis kurz davor. Nachdem nämlich alle Geheimnisse offengelegt wurden, zieht der Schwierigkeitsgrad noch einmal an und das Kartenglück bzw. die von der KI gewählte Strategie spielt eine nicht zu verachtende Rolle. Hier ist letztendlich Geduld und Spucke gefragt, wie bei so ziemlich jedem Roguelike, das etwas auf sich hält. Jedes Mal, wenn Inscription eine neue Schicht in seinem anfangs undurchschaubaren Konzept offenlegte, konnten wir uns ein Grinsen nicht verkneifen. Es grenzt stellenweise an Genialität, mit welchem Geschick der Entwickler Daniel Mullins Games Spieldetails verheimlicht. Wie bei einem fantastisch auschoreografierten Zaubertrick besteht die Hälfte des Spiels aus Show, ja reine Gaukelei. Ganz großes Kino. Und atmosphärisch auch noch eine Wucht, sei es durch die allgemeine Beleuchtung der Szene oder Kleinigkeiten wie dem optisch ansprechenden Retro-Look.
Look. Dennoch müssen wir warnen, Inscryption ist trotz seiner stark abweichenden Aufmachung ein Roguelike wie jedes andere auch. Nur stetiges Scheitern mit dem Willen, es beim nächsten Versuch besser zu machen, führt zum Erfolg. Zudem solltet ihr gewillt sein, immer wieder neue Detailregeln dazuzulernen. Auch das kann für ungeduldige Spieler womöglich eher belastend als amüsant wirken. Wer sich durch die erste Stunde kämpft und danach etwas entspannter an die Sache herangeht, also ohne den Zwang, unbedingt sofort gewinnen zu müssen, wird belohnt. Solltet ihr der Kombination aus Kammerspiel-Adventure, Fantasy-Deck-Kartenspiel und Roguelike allein schon durch diese Beschreibung etwas abgewinnen können, wird euch das Spiel garantiert noch besser gefallen, als es Worte zusammenfassen können.